Wir sind in Erdmannsdorf, im Blockhauscafé, unterhalb der Augustusburg. Also Erdmannsdorf ist ja jetzt ein Ortsteil von Augustusburg. Sehr, sehr schön gelegen. Oben ist die Kirche zu erkennen. Und dahinter die Augustusburg, die jetzt verdeckt ist durch unseren Winkel. Und hier ist das Blockhauscafé mit Ferienwohnungen, Hofladen, Gaststätte, bis jetzt eigener Ziegenherde. Jetzt sind das Galloway-Rinder, eigenem Wald mit Weihnachtsbaumproduktion. Wir gehen mal so lang. Und im Hofladen gibt es den berühmten Eierlikör aus Eppendorf und das übliche Leinöl und Ziegenprodukte, Seife und andere Dinge auch. Und wir gehen ganz kurz mal rein. Ist sehr zu empfehlen. Eigene Eisproduktion, wie gesagt, der Hofladen. Und das alles durch Freunde. Bewirtschaftet. Die Ziegenknacker, die es bis jetzt gab, das war für mich mit die beste Ziegenknacker, so ähnlich wie die Rindsknacker vom Landwirt Nauke, die so ausgezeichnet ist. Und hier haben wir das Angebot: Schafmilchseife, natürlich die entsprechenden kulinarischen Dinge. Hier was zur Region jeweils: Zweiradschmiede Sachsen, Holzkunsthandwerk, Motorradmuseum und hier der Eppendorfer Eierlikör, Hauswein. Gehen wir noch mal rein. Hier ist die kleine, aber feine Karte. Hier ist auch Ziegenbraten empfohlen von eigenen Tieren und die Ziegenleber. Das Rind ist, wie gesagt, noch nicht ganz so weit, aber die Rinderherde besteht schon. So, und jetzt gehen wir. Hausen ist da. Kaffeeplatz draußen für die ganzen Wanderfreunde und Radsportler. Das ist ein Radstützpunkt hier mit am Tschopau-Radweg. Wir sind also unmittelbar an der Tschopau gelegen, unterhalb der Augustusburg. Hier dahinter sind die Ferienwohnungen und jetzt geht es noch rein und dann war es das fürs Kennenlernen hier. So sieht es aus. So, das war's. Glück auf aus Erdmannsdorf vom Blockhauscafé. Unterstützt unseren regionalen, lokalen Handel, Handwerk, Einzelhandel, unsere Firmen, unser kleinen Mittelstand. So.